Hallihallo und willkommen beim weiteren Mod- bzw. Server-Tutorial von Mike Gamer. Ja, mich hat die Frage erreicht, wie man denn Buildcraft auf einem Server installiert, bzw. wie man einen Buildcraft-Server aufsetzt. Da fangen wir an. Als erstes muss man auf minecraft.net, das ist von der Hauptseite her, wenn sie sich aufbauen will, Klick. Die mag gerade nicht. So. Das ist die Hauptseite von Minecraft.net. Da geht man einfach auf Minecraft Beta Download. Oder, ja, man klickt einfach, wenn man nicht auf die Seite surfen will, auf den Link in der Videobeschreibung. Dann kommt man auch direkt zum Download. Und hat dann hier den Multiplayer Beta Server. Von offizieller Seite, von dem Macher von dem Buildcraft-Mod, gibt es, soweit ich weiß, nichts für Multiplayer. Wenn, dann wäre das hier auch hier im Download, Quatsch, nichts für Bucket. Wenn, dann wäre das hier im Download-Bereich auch aufgeführt. Download. Entschuldigung, da. So, aber hier ist nur für den Vanilla-Server. Hier drunter ist, was ist denn da noch? Ach so, das ist die ältere Version. Ja. Also wir brauchen erstmal den Minecraft-Server von Minecraft.net. Und zwar nehmen wir die JAR-Datei. Nicht die Minecraft-Server.exe. Damit geht das nicht. Wir brauchen die Minecraft-Server.jar. Die einfach anklicken. Speichern. Habe ich mir hier schon mal einen Ordner vorbereitet. Da habe ich auch schon die ganzen Buildcraft-Sachen runtergeladen. Also ihr braucht hier für SMP-Server, da oben. Ich würde euch empfehlen, hier für Minecraft 1.8.1 SMP-Server die 2.2.4-Version zu nehmen. Diese vier Dateien müsst ihr runterladen. Ihr habt auch alle vier einzelnen Download-Links zu den vier einzelnen Dateien in der Videobeschreibung. Könnt ihr einfach anklicken und runterladen. Und ja, wenn ihr das getan habt, wenn ihr hier die Minecraft-Server-JAR runtergeladen habt, dann braucht ihr noch den Modloader MP und Minecraft Forge. Genau dasselbe wie im Singleplayer, nur halt für den Server. Das ist hier. Unter Pflanz Mods ist auch in der Videobeschreibung zu finden SDKs Modloader MP. Haben wir hier für den Client 1.8.1. Braucht ihr nicht, wenn ihr Server aufsetzen wollt. Ich setze natürlich voraus, dass ihr Buildcraft funktionierend auf eurem Rechner installiert habt und im Singleplayer spielen könnt. Ansonsten hat es auch keinen Sinn, das Ganze auf dem Multiplayer-Server zu installieren, weil ihr es dann sowieso nicht starten könnt, wenn es auf eurem Rechner nicht läuft. Und wichtig ist, jeder, der auf diesem Server spielen will, muss diesen Mod auf dem Rechner installiert haben, sonst kann er nicht auf diesem Server spielen. Sollte einleuchtend sein, oder? Okay, also wir gehen hier auf Installation Server 1.8.1. Einfach hier runterladen. Ich bevorzuge die Mediafire-Variante. Den Link werde ich dann auch in der Videobeschreibung zu setzen zum Mediafire Download. Einfach hier klicken, Datei speichern und auch die mit in den Tutorial-Ordner oder in den Ordner, wo ihr eure Sachen zwischenspeichert. So, als nächstes brauchen wir die Minecraft Forge. Auch die finden wir hier. Das ist jetzt hier für Players. Das wäre das, was man in den eigenen Minecraft reintun sollte. Wir gehen hier weiter und finden hier die 112 Server. Für 1.8.1 oder für 1.7.3. Wir haben Minecraft 1.8.1, also gehen wir da drauf. Auch einfach runterladen. Wichtig ist auch hier, dass ihr halt die Server-Version nimmt und nicht, was ich gerade gezeigt hatte, die Client-Version. Die speichern wir uns auch ab. Dann können wir das Ganze minimieren. Wo habe ich jetzt meinen Tutorial-Ordner? Da ist er. Wir machen einen Rechtsklick auf die Minecraft-Jar, öffnen mit,
WinRAR. Wer WinRAR nicht hat, ich hoffe, ich denke daran, den Link auch noch mit in die Videobeschreibung zu setzen. So, hier dieser Meta-Inf-Ordner, den ihr ja im Singleplayer immer löschen müsst, wenn ihr einen Mod installieren wollt, den müsst ihr hier nicht löschen. Den könnt ihr einfach drin lassen. Ihr nehmt dann den Modloader MP für den Server. Ja. Einfach alles finden, was ihr hier findet. Einfach nehmen, was ihr hier findet. In die Minecraft-Server-Jar reinschieben. Und genau das ist der Grund, warum man die Jar nimmt, weil das mit der Exe eben nicht geht. Dann könnt ihr Modloader MP schließen. Macht dasselbe mit der Minecraft Forge. Auch alles markieren mit dem Ordner hier oben, alles was ihr findet. Entschuldigung, das war gerade ein Fail. Alles markieren. Und da reinziehen. Okay. Gut. Dann schließt ihr das Ganze. Ich starte den Server jetzt einfach mal, nur um zu gucken, ob der einwandfrei läuft. Modloader MP wurde initialisiert, den hat er gefunden, das ist gut. Jetzt lädt er die Welt oder erstellt die Welt. Ist jetzt fertig, erstellt das Nether, die Hölle, den Nether oder wie auch immer. Ich persönlich mag das Wort Nether überhaupt nicht, weil das, soweit ich weiß, eine selbst kreierte Fassung von Gronkh ist. Uff, und Gronkhs Let's Play ist mir in letzter Zeit relativ unsympathisch geworden, aber das ist ein anderes Thema. So, der ist jetzt fertig. Hat keine Fehlermeldung angezeigt, der Server läuft. Dann tippen wir hier einfach mal Stop ein, um ihn zu stoppen. Jetzt braucht er ein bisschen, bis er die Chunks gesaved hat, weil er es zum ersten Mal abgespeichert hat. Dann wurde hier ein neuer Ordner erstellt, Mods. Der ist jetzt wegen dem Modloader MP da. Alles, was ihr hier vom Buildcraft habt, Buildcraft Server. Diese fünf Dateien. Einfach markieren. Könnt ihr so einen Rahmen drum ziehen oder wie ich es gerade gemacht habe, mit Shift-Taste gedrückt halten und dann die so markieren. Und dann einfach in Mods reinziehen. Gut. Dann starten wir den Server nochmal. Wo war er jetzt? Da Minecraft Server.jar. Einfach nochmal öffnen. Warum der jetzt so lange braucht, um die Welt zu laden, weiß ich nicht. Denn existieren tut sie ja schon. Ja, der ist jetzt fertig. Und dann können wir das Ganze ausprobieren. Ich logge mich in Minecraft ein. Ich habe das natürlich auf mir meinem Rechner schon installiert. Wenn ihr Fragen dazu habt, ich werde eventuell nochmal, wenn ich dran denke, halt. Wenn nicht, müsst ihr mich nochmal danach fragen. Werde ich den Link zum Singleplayer-Tutorial auch nochmal in die Videobeschreibung setzen. Okay, Multiplayer. Localhost. Gehen wir drauf. Und ich bin jetzt auf meinem Server. Das liegt jetzt so ein bisschen wegen der Camtasia-Aufnahme, weil Camtasia nun mal nicht zum Aufnehmen von Spielen gedacht ist. Ich mache mich mal eben zum Ob Mike Gamer. So, jetzt bin ich quasi Server-Admin. Da will die Welt nicht laden. So. Ja, wie gesagt, es leckt ein bisschen. Weil Server, Spiel und Aufnahme ist ein bisschen viel für meinen PC. Give my Gamer. War das 5? 2 Stück. Give my Gamer 1. 2 Stück. Give my Gamer 20, wenn ich mich nicht irre. 2 Stück. Jawohl. Und nun baue ich jetzt noch mal eben den ab, um mir eine Workbench zu machen.
Nur um euch zu zeigen, dass der Mod jetzt auch auf dem Server funktioniert. So, ich mache mir eine Workbench. Setze mir die dahin. Mach mir Wooden Pipes. 8 Stück. Zieh die da rein. Mach mir Stone Pipes. 8 Stück. Und kann jetzt hier eine Pipeleitung verlegen. Und die Buildcraft-Sachen funktionieren wunderbar auf dem Server. Wie gesagt, das laggt jetzt alles bei mir ein bisschen wegen der Aufnahme und weil ich einen Server auf meinem eigenen Rechner habe. Und ja, es läuft. Gut. Somit ist das Tutorial eigentlich beendet. Ihr seht, wie ihr es gemacht habt, von Grund auf. Ihr habt alle Download-Links hoffentlich in der Videobeschreibung. Und ja, solltet ihr noch Fragen haben, schreibt es mir in die Kommentare. Zu diesen Fragen gehört aber nicht, ich habe alles so gemacht, wie du gemacht hast, aber es funktioniert bei mir nicht. Warum? Was mache ich falsch? Ja, denn solche Fragen kann ich nicht beantworten. Entweder habt ihr einen Fehler gemacht oder es ist ein Bug, der abhängig vom Mod oder vom Spiel ist. Aber meistens ist es dann ein Fehler in der Benutzung und da kann ich euch dann nicht weiterhelfen. Wenn ihr meint, ihr hättet es genauso gemacht wie ich und dann wird es nicht funktionieren. Gut, ich mache hier den Server nochmal zu. Wie gesagt, ihr habt gesehen, wie es geht. Falls noch Fragen sind, abgesehen von dem, was ich gerade genannt habe, schreibt es in die Videobeschreibung. Und wenn ich es für sinnvoll halte zu antworten, dann antworte ich sogar. Gut, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Tutorial wieder. Wenn ihr Spaß dran hattet, beziehungsweise wenn euch das Tutorial gefallen hat, könnt ihr es gerne gut bewerten. Oder wenn ihr weitere Tutorials sehen wollt, könnt ihr mich abonnieren, habe ich nichts dagegen. Seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn es neue Tutorials gibt. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.